Die deutschen Hochseefischer. Das ist Arbeit am Limit. Bei Wind und Wetter, Tag und Nacht. Die Jagd auf den schwarzen Heilbutt führt die Mannschaft bis nach Grönland. Ja, bis minus 20 Grad, das geht schon, ne? Wenn man hier arbeitet, dann ist man schon ein bisschen verrückt vielleicht und insgesamt wahrscheinlich auch ein bisschen härter im Nehmen. Die Schiffe sind Spezialanfertigungen, ausgelegt für mehr als 1000 Tonnen Ladung, gebaut für schwerste See. Sie haben mehr Ladung und müssen mehr aushalten als andere Schiffe. Der Bau dieser Schiffe dauert rund ein Jahr. Sie gehören zu den modernsten der Welt. Unter Deck die Fabrik. 24 Stunden am Tag werden hier Fische verarbeitet. Tonnenweise und doch präzise. Die geht ja so die Ware zum Kunden hin, sag ich mal. Ja, und wenn ich da Mist einpacke, haben wir echt ein Problem. Ne? Die muss also korrekt sein, darf nicht zu lang sein, der Schwanz nicht zu kurz. Das Ziel dieser Fahrt? Westgrönland. Wenn man 3-4 Tage durch die Gegend gefahren ist und 1000 Meilen abgerissen hat, dann begreift man erst, wie groß das hier ist. Die Mannschaft muss sich blind vertrauen. Wir sind eine Familie hier drin. Wenn nicht, Arbeit läuft nicht. Es ist auch schon viel, dass du sehr, sehr viel mitdenken musst, weil es eben gerade halt alles in Bewegung ist. Mahlzeit, Männers. Fischen unter Extrembedingungen hier draußen haben kleine Fehler große Folgen. Ja, das Schlimmste wäre natürlich, wenn die Hauptmaschine natürlich ausfällt. Ne? Dann Blackout hast und dann gar nichts mehr, alles dunkel ist. Wir haben jetzt eigentlich keine Chance, hier irgendwas zu machen. Der deutsche Hochseetrawler Mark liegt an der Mole vom Fischereihafen Bremerhaven. In wenigen Stunden geht es nach Grönland. Das Schiff gehört zu den größten Hochseetrawlern der deutschen Flotte. Es ist fast 100 Meter lang und 16 Meter breit. Die Mannschaft verlädt den Proviant. Es sind Tonnen an Lebensmitteln, ein Vorrat für Wochen und Monate. Kapitän Sascha von Stahr ist angespannt, die Zeit drängt. Aber ein LKW mit Verpflegung fehlt. Es verzögert sich halt, der LKW ist auf der Autobahn wahrscheinlich irgendwo fest. Irgendwo Hannover ist, glaube ich, große Baustelle und ja, können wir nichts gegen machen. Wir müssen warten. Die Besatzung geht an Bord und verstaut die Verpflegung. Das Essen muss für Monate reichen, besonders Vitamine sind wichtig. Koch Sebastian Worpitz achtet auf die richtige Lagerung. Also ich sag mal so, bei den Temperaturen, die wir hier haben, also kann ich sagen, dass sich das ganze frische Obst und Gemüse so bis, ja, bis 2 Monate auf jeden Fall hält. Im Maschinenraum kontrolliert Jan Prüssing die Systeme. Er ist der sogenannte Chief. Der schwere Schiffsdiesel ist die Lebensversicherung im Nordatlantik. Mehr als 5000 PS gegen Wind und Wellen. Der Hochseetrawler Mark wird nach Westgrönland fahren und dort schwarzen Heilbutt fischen. Der Weg ins Fanggebiet ist lang. Mehr als 2000 Seemeilen liegen vor der Besatzung. Am Heck kontrolliert der zweite Steuermann, ob die Scherbretter richtig gesichert sind. Beim Fischen halten diese tonnenschweren Stahlbretter die Netze auseinander. Bei der letzten Fahrt hatten sie sich im Sturm aus der Verankerung gelöst. Nur eine von vielen Aufgaben des Offiziers. Naja, ich bin zweiter Steuermann. Die kümmern sich sowieso immer um alles. Also ich bin das Mädchen für alles. Ich kümmere mich, wenn einer verletzt ist. Ich kümmere mich darum, dass die Proviantlisten gemacht werden. Ich kümmere mich um Bestellungen. Ich kümmere mich um Deck. Und wenn in der Fabrik einer ausfällt, dann mache ich das auch noch. Sascha von Stahr ist angespannt. Noch immer fehlt der LKW mit dem restlichen Proviant. Ja, das Problem ist, wir haben nur ein Zeitfenster bis 16 Uhr mit der Schleuse. Da werden wir nicht bevorzugt behandelt. Wir müssen dann warten. Dann ist das Hochwasser wieder weg. Und dann sind wir zu tief. Dann müssen wir warten auf das nächste Hochwasser. Wie lange? 12 Stunden. Es droht Verspätung. Kein guter Start für die Reise. Fischen ist Geld. Jeder Tag zählt. Der LKW mit dem Proviant kommt. Jetzt geht es um Minuten. Im Maschinenraum startet der Chief Jan Prüssing den Schiffsdiesel.
Draußen überwacht der erste Steuermann das Verladen von der Brücke aus. Es sind hunderte Kilo Proviant. Die Zeit bis zum Schleusentermin wird immer knapper. Wie viel Zeit? Eigentlich nur 10 Minuten. Das Schiff ist klar zum Auslaufen. Die Mannschaft löst die schweren Taue. Auf der Brücke hat jetzt der Hafenlotse das Kommando. Die Doppelschleuse für den Markt. Der Hochseetrawler Mark legt ab. Die Schleusenzeit ist bald vorbei. Es geht um Minuten. Gerade noch geschafft. Der Trawler nimmt Kurs gen Norden. Auf der Weser geht der Hafenlotse von Bord. Sein Job ist getan. Die Reise beginnt. Bis nach Grönland dauert es nun eine Woche. Die Matrosen werden die Zeit brauchen, um das Schiff vorzubereiten. Gut 2000 Seemeilen liegen nun vor den Männern bis ins Fanggebiet. Zuerst wird Kapitän Sascha von Staar das Schiff in Richtung Schottland steuern und dann weiter nach Westgrönland. Die Brücke ist ab jetzt 24 Stunden besetzt. Wir sind ja schon außerhalb der deutschen Bucht morgen früh und wir fahren jetzt Richtung Patlands und dann weiter nach Westgrönland. Hochseetrawler sind Spezialschiffe. Gebaut werden sie auf Werften wie hier in Gdynia in Polen. Die Deutsche Fischfangunion lässt hier die neueste Generation ihrer Schiffe bauen. Sie werden die deutsche Hochseefischereiflotte verstärken. Die Baustelle hat gigantische Ausmaße. Tausende Tonnen Stahl werden hier verbaut und verschweißt. Später werden die Schiffe auf allen Weltmeeren unterwegs sein. Deshalb müssen sie auch einiges aushalten. Die Schiffe müssen mehr aushalten als andere, mehr Ladung aufnehmen und auch in schwerer See funktionieren. Bis zum Stapellauf dauert es Monate. Doch dann sind erst die Rohbauten fertig. Die Hochseetrawler für die deutsche Flotte werden hier in Polen nur schwimmfähig hergestellt. Innenausbau und Technik erfolgen in einer anderen Spezialwerft. Dieser Rohbau sieht von außen zwar fertig aus, aber das täuscht. Nachdem das Trockendock geflutet worden ist, kann er gerade mal auf dem Wasser treiben. Trotzdem steht das Schiff vor seiner ersten großen Fahrt. Im Schlepptau geht es als nächstes nach Norwegen. Es geht von hier nach Norwegen, nach Ulsteinvik. Dort werden die Schiffe dann komplett ausgerüstet. Millionen Liter Wasser werden in den nächsten Stunden ins Trockendock gepumpt. Danach zeigt sich, ob der Schiffskörper schwimmt. Die erste Bewährungsprobe für den Hochseetrawler Cuxhaven. Anspannung bei den Werftarbeitern. Langsam steigt der Wasserpegel. Sicherheitshalber hängt das Schiff zusätzlich an einem Kranhaken. Am Abend ist das Trockendock fast komplett geflutet. Das Schiff liegt jetzt im Wasser und schwimmt. Allerdings immer noch gesichert. Ein Schlepper macht sich bereit für den Abtransport. Der Hochseetrawler Mark ist auf dem Weg nach Westgrönland. Auf der Brücke steht Mario Fett. Der erste Steuermann hat Nachtwache. Draußen stürmt es. Meterhohe Wellen brechen gegen das Schiff. Das Wetter in der Nordsee ist oft rau. Scharfe Winde und eiskaltes Wasser. Für den Hochseetrawler Mark sind solche Bedingungen kein Problem. Das Wetter wird zunehmend frischer und der Wind nimmt stetig zu. Schon eine gute 8 bis 9 Grad. Auch im Fanggebiet vor Westgrönland ist das Wetter oft stürmisch. Gefischt wird trotzdem. Ja, bis 8 bis 10 Meter kann der Fisch. Wird es aber nachher irgendwann grenzwertig. So ein bisschen auch auf die Richtung der See an. Mit dem Sonnenaufgang beginnt an Bord das Leben. Matrose Axel Dierks macht seine Runde und weckt die Besatzung. Moin! Escape with me. All the time.
Moin. Moin, Ingo. Moin. Moin, Jakob. Jakob. Hallo. Moin, Molly. Moin, Didi. Moin, Betty. Betty? Betty? Jo. Ja, manche Leute, die kriegst du nicht weg. Die sagen zwar ja und dann haben sie in den nächsten 5 Minuten die Augen wieder zu. Morgen. Sebastian Worpitz ist als Koch für die Mahlzeiten zuständig. Sein Tag beginnt um 5 mit dem Frühstück. Zum Frühstück gibt es Pfannkuchen für 20 Leute. Die Portionen sind an Bord etwas größer. Die Herdplatten laufen durch, 24 Stunden, damit keine Verzögerungen entstehen. Dass man seine Hauptherdplatten, die man braucht, die zwei, dann immer auf ganz kleine Stufe hat. Dass wenn man morgens ankommt, andreht und der Ofen innerhalb, sag ich mal so, dann statt vielleicht 1,5 Stunden, was er braucht, um hochzuheizen, vielleicht eine halbe Stunde hat. Ne? Sebastian Worpitz muss 3 Mahlzeiten am Tag kochen und dafür sorgen, dass rund um die Uhr etwas Essbares ausliegt. Heute werden gemacht Eierpfannkuchen, Salz, Essig, dann Eier aufschlagen, Milch dazu, Mehl dabei, das Ganze aufkochen lassen und dann wird der Eierpfannkuchen im Prinzip abgebraten. Ne? Also, so, und dafür suchen wir jetzt die ganzen Sachen zusammen, damit wir starten können. Ne? Essen ist wichtig für die Moral, auf See ganz besonders. Sebastian Worpitz weiß das. Auf die Wünsche der Besatzung versucht er immer zu reagieren. Kein leichter Job. Die Mannschaft hat viel zu tun. Nach dem Frühstück geht es an die Arbeit auf Deck. Sobald die Fischerei beginnt, arbeiten die Männer in Schichten. Irgendjemand hat dann immer Dienst und auch immer Hunger. Für den Koch eine echte Herausforderung. Es ist natürlich auch mal so, dass man nicht jeden Geschmack treffen kann. Ne? Weil die Jungs kommen natürlich auch aus den verschiedensten Ecken. Und der eine kennt es von da so. Man hat aber natürlich auch mitunter Leute dabei, die natürlich auch alle wahrscheinlich selber besser kochen können. Und jeder kann kochen, außer der Koch. Ne? Das ist auch so ein Standardspruch irgendwie. Unter Deck macht sich die Mannschaft bereit für den Dienst. Dennis Bachert ist der Vorarbeiter. An Bord heißt das Bestmann. Seine erste Reise in dieser Position. Im Maschinenraum stellt der Chief die Motoren um. Der Schiffsdiesel fährt ab jetzt mit Schweröl. Das ist deutlich billiger, aber nur außerhalb der Küstengewässer erlaubt. Das Schweröl ist zähflüssig und muss deshalb durchgehend warm werden. In der Kombüse plant der Koch das Mittagessen. Bis zum Beginn der Fischerei hilft Matrose Axel Dierks mit aus. Beide kämpfen mit dem Wetter. Das ist heute wieder ein Kahn hier. Das ist heute wieder ein schöner Tag. Oh, nee. Bleib ruhig. Eigentlich geht der zerkleinerte Biomüll über Bord. Da kannst du nicht rausschmeißen. Das fliegt dir sonst wohin. Digga, die Eier hier. Axel! Das geht nicht. 3 Tage ist der Hochseetrawler Mark jetzt schon unterwegs. Bevor es ins Fanggebiet geht, werden im Hafen von Nuuk in Grönland weitere Matrosen aufgenommen. Der Sturm in der letzten Nacht hat Zeit gekostet. Und Kapitän Sascha von Stahr muss pünktlich ankommen. Er hat wenig Spielraum. Ja, wir haben schätzungsweise 6 Stunden verloren durch das Wetter. Wir liegen aber trotzdem noch weiterhin gut in der Zeit. Ich denke, unser Termin in Nuuk ist noch zu schaffen. Die Matrosen beginnen ihre Arbeit an Deck. Sie müssen das Schiff klar machen für die Fischerei. Die Liegezeiten sind dafür zu kurz. Fischerboote müssen laufen, damit sie Geld bringen. Dennis Bachert ist der Vorarbeiter auf dieser Fahrt. Als Bestmann leitet er ein Team und trägt die Verantwortung. Ja, schon hast ein bisschen mehr Verantwortung. Ne? Sonst standest du immer halt daneben, hast dann gemacht, was du machen solltest. Ne?
Und da hatte der andere dann das Kommando. Dann natürlich hast du die Befehle da ausgeführt. Aber wie gesagt, wenn du da jetzt das Regime da vor dir hast, dann ist schon was anderes. Die Matrosen schaffen Platz an Deck, den brauchen sie für die Netze. Dafür bewegen sie Tonnen an Material. Ohne die schweren Winden geht nichts. Die Verletzungsgefahr an Bord ist hoch. Allein diese Kugeln zum Beschweren der Netze wiegen jeweils mehr als 50 Kilo. Man kriegt sie bewegt alleine, aber ist auf Fußball tut schon weh. Die Matrosen tragen Sicherheitsstiefel und Helme. Die Gefahren bleiben trotzdem da. Unachtsamkeiten oder kleine Fehler können auf hoher See schwerwiegende Folgen haben. Unter Deck wird in der Fischfabrik montiert. Fischmeister Thorsten Neupert hat hier das Kommando. Er ist einer von zwei Fischmeistern an Bord. Die Fabrik war im Hafen umgebaut und erweitert worden. Sie wird dem jeweiligen Fang angepasst. Jetzt muss alles wieder aufgebaut werden. Thorsten Neupert schaut genau hin. Fehler sind später fatal. Also es sind noch sehr viele Vorbereitungsarbeiten, die noch erledigt werden müssen. Wir machen natürlich das mit System. Erstmal das, was am schwierigsten ist, wo eventuell nachher auch Fehler auftreten können, dass wir die zuerst machen. Und den kleineren Arbeiten sage ich dann zum Schluss, dann die Feinarbeiten. Dann sollte die Fabrik dann auch stehen, wenn der erste Fang da ist, ne? Dass es dann auch gleich losgehen kann. An Bord werden Stahlseile gespleist. Dieses Flechten von mehreren einzelnen Stahlseilen zu einem dicken ist Knochenarbeit. Die Matrosen bauen dafür eine Vorrichtung auf, mit der auch stärkste Seile geöffnet werden können. An diesem Seil, an der Chorleine, hängt später das Netz. Es muss immense Kräfte aushalten. In der Chorleine, da ist Knick drin gewesen. Und wenn ihr jetzt beim Fischen sind und dann aufs Zug kommt, kann sein, dass die reißt. Deswegen verändern wir das jetzt, indem wir den neuen Spleiß setzen. Beide Leinen neu zusammenspleißen und die Schadhaftestelle ausschließen. Und verändern das, wird nachher in der Fischerei haben und dann alles abreißen. Und dann ist mehr Ärger, als wir das jetzt neu spleißen würden. In der Fischfabrik setzt der Fischmeister seine Inspektionsrunde fort. Ganz unten im Schiff befindet sich die Kühlkammer. Noch geht das mit der Temperatur. Wir sind gerade beim Hochfahren, aber nachher sind es hier schlappe 30 Grad minus. Und da ist es natürlich schon etwas anders, ne? Aber wenn man hier richtig zu tun hat, dann kommt man ja auch bei 30 Grad minus ins Schwitzen. Na, Alex? Die Matrosen haben inzwischen die Chorleine fixiert. Jetzt drehen sie das große Stahlrad so, dass sich die einzelnen Seile, sie heißen Kardele, öffnen. Dort werden die Enden reingezogen und zusammengespleißt. An dem Seil hängt später das Netz. Es darf auf keinen Fall reißen. Sollte das passieren, besteht für die Matrosen an Deck Lebensgefahr. Hier sieht man das auch, wie dick mal hier so eine Leine ist. Das ist hier nicht so, sage ich jetzt mal, als wenn man irgendwie ein Auto abschleppt. Das muss schon hier richtig was halten. Das sind mehrere Bar, die auf diesen Leinen lasten. So, und deswegen muss man auch so ein bisschen dieses Vertrauen haben, was man dann in sich hat. Aber man muss auch das Vertrauen zu den Kollegen haben. Man muss hier zusammenarbeiten. Wenn man hier nicht zusammenarbeitet, dann klappt das alles hier nicht. Kameradschaft wird groß geschrieben an Bord. Die Männer sind oft monatelang zusammen unterwegs. Man hilft sich, wo man kann. Ich habe gefragt, wer mit dem Ding umgehen kann, und dann geht's los. Es gibt einige, die sich das dann im Prinzip alleine machen. Und natürlich aber auch einige, die das vielleicht nicht so können. Und dann, das muss ich halt gegenseitig hier abschneiden. Aber die Abwesenheit von zu Hause ist nicht immer einfach. Eine Belastung für die Seeleute. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, was man für Entbehrungen hat. Man kann nicht helfen, wenn Probleme zu Hause sind. Und das manchmal ist schon ganz schön schwer. Also dann sitzt du dann hier, die Frau sitzt zu Hause, hat irgendein großes Problem und du kannst im Prinzip gar nichts machen. Du sitzt hier und ja, kannst am Telefon trösten, aber das ist auch alles. Ja, was ist das für ein Trost? Scheiße. Die Mannschaft bereitet das Deck für die Fischerei vor. Die Scherbretter müssen an schwere Ketten angeschlagen werden. Später kommen sie außen an das Schiff. Ein Scherbrett wiegt 6 Tonnen. Es wird beim Fischen über den Grund gezogen. Die Bretter halten das Netz auseinander. So, genau 6 Meter, so muss das sein. Dann andere Seite auch.
Mittig, das hast du dran? Ja, genau 6 Meter, sehr gut. So will der Kapitän das haben und dann stimmt das auch. Dann stehen die Bretter richtig. Die Scherbretter laufen im Wasser parallel, in mehr als 1000 Meter Tiefe. Trotzdem entscheiden wenige Zentimeter darüber, ob sie funktionieren oder nicht. Wenn die Stahlbretter falsch im Wasser stehen, kommt weniger Fisch ins Netz. Das Hantieren mit den Brettern an Deck ist gefährlich. Gerade wenn du die Bretter drehst oder damit arbeitest, dann musst du auch aufpassen, dass da alle aus der Seite raus sind, weil die See, die arbeitet und dann, wenn du Pech hast und da steht einer, ne, dann kann man ganz schnell so ein Brett abkriegen, wenn das umschlägt. Hat man schon einiges gehört, denn irgendwie Brett auf dem Fuß, dann halbe Fuß weg und dann so eine Scherze ab. Hat man mal gehört, ne, aber so selber noch nie passiert. Toi, 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 zum Glück. In der Schiffswerft bei Gdynia wird der Transport eines Rohbaus vorbereitet. Das Schiff wird zur Endmontage nach Norwegen geschleppt. Die Vorbereitungen haben die ganze Nacht gedauert. Es ist Millimeterarbeit mit einem Giganten. Der Hochseetrawler wird vom Schlepper Fenja gezogen. Der hat seinen Heimathafen in Kopenhagen in Dänemark und ist mit einer Länge von 34 Metern selbst ein Schwergewicht. Wir verteuern jetzt unser Schiff und bereiten den Transport nach Norwegen vor. Der Schlepper liegt jetzt fast direkt am Trawler. Unten übernimmt ein Mann die Leine. Noch hängt der Trawler an schweren Kranseilen. Wir haben viele schwere Seile im Einsatz. Der Schiffsrumpf ist sehr schwer. Und die Tauer müssen auch schlechtes Wetter aushalten, auf das die Schiffe unterwegs treffen könnten. Noch wird das Schiff von einem Kran gehalten. Später ist es ein einzelner Schlepper, der den Trawler über das offene Meer nach Norwegen zieht. Von einem Kran aus wird eine schwere Kette auf den Trawler gelassen. Die ist an einem Führungsseil fixiert und wird so auf den Schlepper gezogen. Die tonnenschwere Kette wird mit einem Schloss gesichert. Am nächsten Tag ist die Cuxhaven fertig für den Transport. Zwei Schlepper bringen den Rohbau aufs offene Meer. Ein einzelner wird das Schiff dann bis nach Norwegen ziehen. Wenn das Wetter mitspielt, dauert die Fahrt bis nach Norwegen 5 Tage. Dort wird das Schiff dann komplett ausgerüstet. Nach 6 Monaten ist der neue Hochseetrawler fertig für den Einsatz. Der Hochseetrawler Mark hat im Nordatlantik die Südspitze Grönlands erreicht. Eisberge ziehen vorbei. Für die Schifffahrt sind sie eine ernste Gefahr. In diesen Gewässern kommen Eisberge häufig vor. Sie brechen an den Küsten Grönlands ab und treiben dann in der offenen See. Auf der Brücke herrscht besondere Wachsamkeit. Der Hochseetrawler Mark ist fast am Ziel. Der Hafen Nuuk ist nur noch eine Tagesreise entfernt. Aber die Eisberge im Küstenbereich stellen eine Gefahr für den Trawler dar. Nicht alle werden vom Radar erkannt. Das ist bei Eisbergen sehr gefährlich, ist auch noch der große Radius. Und bekannterweise sind ja 7/8 des Eises irgendwie unter Wasser. Man darf sich nicht täuschen, wenn man so Eis sieht, was da im Radius darum auch unter Wasser noch Eis ist. Und denen natürlich nicht zu nahe zu kommen und die auf keinen Fall zu treffen. Im besten Fall ist eine Beule im Schiff, im schlechtesten Fall ist das Schiff kaputt. Beziehungsweise Wasser im Schiff, was wir immer vermeiden wollen, dass Wasser von außen ins Schiff kommt. In der Fischfabrik geht ohne Wasser nichts. Fischmeister Thorsten Neupert kontrolliert die Geräte. Ab dem ersten Fang muss hier alles reibungslos funktionieren. Die Förderbänder bringen später den Fang zu den Arbeitsstationen. 24 Stunden am Tag. Stau bedeutet Verlust. Wir lassen jetzt alle technischen Sachen durchlaufen, die wir während der Produktion auf halbe brauchen, um eventuell Fehler noch zu korrigieren und nachzubessern. Und wenn einmal durchwaschen alles, einmal desinfizieren alles vernünftig und schauen, ob irgendwelche Fehler auftreten und die wir dann beheben können. Noch bis morgen Abend haben wir ja noch Zeit. Und dann werden wir nachher die Produktion starten können. An Bord laufen die letzten Vorbereitungen. An der Chorleine, einem schweren Stahlseil, laufen später die Netze. Die Männer hatten das kilometerlange Seil extra neu gespleist. Jetzt wird es neu aufgerollt. Das Stahlseil ist mit schweren Ketten verbunden. Schon das Eigengewicht ist enorm. Die Scherbretter wiegen 6 Tonnen pro Stück. Dazu kommt später das Netz mit weiteren Gewichten und vielleicht einem dicken Fang.
Die Kräfte, die das Material aushalten muss, sind enorm. Bestmann Dennis Backert ist dafür verantwortlich, dass alles läuft und sicher funktioniert. Als Vorarbeiter hat er die letzte Kontrolle unten an Bord. Besonders wenn mit Ketten und Seilen unter Druck gearbeitet wird, ist Konzentration gefordert. Wenn du da irgendwie eine Kette vorm Schädel kriegst oder so, auch trotz Helm, dann da sind Drücke drauf, mehrere Tonnen, das ist gefährlich. Ne? Wenn du da dann irgendwie eine Kette vorm Schädel kriegst, dann war's das. Ne? Die Scherbretter sind im Wasser und werden später am Heck befestigt. Sie halten unter Wasser das Netz auseinander. Die Matrosen an Bord flicken letzte Löcher im Netz. Es ist echte Handarbeit und funktioniert wie Stricken mit einer extra großen Nadel. Jahrelange Erfahrung macht den Profi aus. Später im Fangbetrieb muss das alles in höchster Schnelligkeit passieren. Jede Minute zählt, auch wenn die Tour Wochen und Monate dauert. Wenn die Netze nicht in Betrieb sind, kostet das Geld. Der Hochseetrawler fährt in den Fjord der Hafenstadt Nuuk ein. In einigen Stunden ist das Ziel erreicht. In der Kombüse bereiten Axel Dierks und Koch Sebastian Worpitz die nächste Mahlzeit vor. So, pass auf, Axel. Ich würde sagen, machen wir groß oder klein reichen? Kleine reicht uns, wa? Dann schneide ich den Kassel auf. Oder, warte mal, ich packe den Kassel mal raus, nehme doch ein bisschen größeren Einsatz. Der Hochseetrawler Mark nähert sich der grönländischen Hafenstadt Nuuk. Dort werden weitere Matrosen an Bord genommen. Sie kommen mit dem Flugzeug aus Deutschland. Ihre letzte Fangtour liegt erst eine Woche zurück. Über der Bucht von Nuuk leuchten Polarlichter. Die Mannschaft lässt das Beiboot ins Wasser. Damit werden die Nachzügler aus Deutschland an der Mole abgeholt, um Zeit zu sparen. 9 Matrosen sind aus Deutschland nachgekommen. Die Mannschaft der Mark ist jetzt komplett. 29 Mann Besatzung bleiben jetzt für diese Reise auf dem Schiff zusammen. Wenige Stunden später dreht das Schiff in Richtung offene See. Der Kapitän nimmt Kurs auf das Fanggebiet. Wir haben noch was haben wir vor uns? 110 Meilen ungefähr. Und dann gehen wir endlich ins Geschäft. Am nächsten Morgen erreicht der Hochseetrawler Mark nach 7 Tagen das Fanggebiet westlich von Grönland. Die Mannschaft ist heiß. Bis jetzt gab es viel Arbeit, aber noch keinen echten Verdienst. Die Männer sind direkt am Fang beteiligt. Guter Fang heißt gutes Geld. Hannes Krüger ist in Grönland an Bord gekommen. Der 28-Jährige ist mit 15 das erste Mal zur See gefahren. Sein letzter Landgang war kurz, eine Woche. Seine letzte Reise war ich dabei, die ging knapp 90 Tage. Kapitän Sascha von Stahr ist mit den Gedanken bei der Fischerei. Aber es wurden erneut Eisberge gesichtet. Er muss vorsichtig sein. Das Radar gibt keine Garantie. Ja, der Ausguck ist immer unersetzlich. Es gibt Eisberge, die stark abgewaschen sind und übers Radar nicht zu erfassen sind. Deswegen muss man auch noch rausgucken. Wenn wir gegen Eisberg mit 15 Knoten fahren, dann ist die Vorderseite vom Schiff arg verbogen und die Reise muss abgebrochen werden. Bestmann Dennis Backert kontrolliert die Netze. Die Mannschaft legt beide Netze an Bord aus. Sie wird damit in mehr als 1000 Meter Tiefe den schwarzen Heilbutt jagen. Ein weiteres Schiff ist im Fanggebiet. Es gehört ebenfalls zur deutschen Flotte, steht aber kurz vor der Heimreise. Der Fang des Schwesterschiffs war gut. Die Schere sind fangklar. Wir werden jetzt einsatzklar. Ich bin froh, dass es losgeht. Rückmeldung bisher nicht schlecht. Zwischen 15 und 17 Tonnen am Tag. Das ist ganz anständig. Und freue mich, wenn es endlich losgeht. Das Fanggebiet ist erreicht. In wenigen Stunden beginnt die Fischerei. Das Schiff ist hochmodern ausgerüstet und auch am Fischernetz gibt es technische Hilfsmittel. Bestmann Dennis Backert montiert Pieper. Die Sensoren zeigen dem Kapitän an, wie das Netz über Grund läuft. Daraus kann er Rückschlüsse ziehen. Alles sehen kann er aber nicht. Wir fischen hier nach Tiefen. Das heißt nicht so sehr nach Anzeigen, sondern wir grasen verschiedene Tiefen ab und sehen dann, was dabei rauskommt. Und je nachdem verändern wir unsere Fischereilage, unser Fanggeschirr, wo wir drauf fischen. Wir gehen etwas tiefer, wir gehen etwas flacher. Hier oben sind 260, 270, 280 Meter.
Das ist eine lange Platte. Und das fällt dann runter bis auf hier unten auf 1200 Meter. Wir fischen praktisch direkt an den Berg dran. 765 Tonnen ist die erlaubte Fangquote bei dieser Reise. Wird sie nicht im Zeitrahmen erfüllt, verfällt sie. Die Nerven sind angespannt. Was macht ihr denn da mit den Batterien? Tragt ihr die nur spazieren oder was? Der Tag hat 24 Stunden und die müssen bestmöglich genutzt werden. Großartig rumspielen ist nicht. Also man muss schon die Zeit so gut wie möglich nutzen. So effektiv, wie es nur irgendwie geht. Das fängt bei jedem Handgriff an Deck, setzt sich hier oben auf der Brücke natürlich fort. Bestmann Dennis Backert muss sich beeilen, damit das Netz endlich rein kann. Das zweite Netz muss ebenfalls bereit sein, damit immer eins im Wasser ist. Endlich. 7 Tage nach dem Ablegen in Bremerhaven geht das erste Netz ins Wasser. Langsam lassen die Matrosen es hinab. Die Mannschaft kontrolliert von der Seite, ob alles glatt läuft. Meter für Meter versinkt das Netz im Meer. Plötzlich stockt es. Die Seile auf der Trommel haben sich verhakt. Wertvolle Zeit vergeht. Dennis Backert nimmt das Stemmeisen und löst die Stahlseile. Beide Netze müssen bereit sein. Das Netz läuft ins Wasser. Die Stahlseile, an denen das Fanggeschirr hängt, sind 3 Kilometer lang. Bei dem heutigen Gang sinkt es bis auf 1000 Meter. Die schweren Scherbretter sinken mit nach unten. Sie halten das Netz unter Wasser auseinander. Gleichzeitig treiben sie die Fische durch den entstehenden Wasserdruck vor das Netz. Eine halbe Stunde braucht das Geschirr bis zum Grund. Die Fischerei beginnt. An Bord herrscht eine Mischung aus Routine und Anspannung. Jetzt soll der zerkleinerte Biomüll endlich entsorgt werden. Ja, es ist immer ordentlich mit Schwung, immer nach unten drücken und dann geht das. Aber wenn man ordentlich Brise hat, muss man natürlich aufpassen. Entweder, dass man das nicht alles im Gesicht hat oder dass es hier quer über Bord fliegt. Ne? Ist er. Onkel Axel, du bist auch wieder da. Matrose Axel Dirks versucht sich in der Messe als Klempner. Der Ablauf der Warmhaltebecken ist verstopft. Herr Stoff, machen wir Frischwasser rein. Wenn ich das finde. Was meckert er schon wieder? Das Mist kam da gerade noch hoch. So, dann müssen wir den erstmal alles bei dir sauber machen. Warte mal, ich hole dir mal einen Eimer nochmal und lassen. Ne? Oh. Jetzt ist mal nass. Da ist ja auch nichts. Immer her, der Scheiß. Ja, hier ist alles verbaut. Axel, bleib ruhig. Die Mark schleppt das erste Netz auf dieser Tour. Der Kapitän hat zwar viel Technik zur Unterstützung, aber ohne Erfahrung geht es trotzdem nicht. Ich meine, die Technik hilft einem tatsächlich. So früher, so die alten Kapitäne, da als es nur das Echolot gab, brauchte man halt viele Jahre, um klarzukommen. Das geht heutzutage schneller. Aber man kann hier keine Excel-Tabelle abarbeiten, um erfolgreicher Fischersmann zu werden. Das geht einfach nicht. Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Auf dem Monitor schlägt der Catch-Sensor an. Etwas Dickes ist im Netz. Eben noch Panik gehabt, dass das Netz kaputt ist. Dann geht der zweite Sensor an, ist die Welt erstmal wieder in Ordnung. Wollen wir gleich nachgucken, was drin ist. Die Mannschaft macht sich bereit für den ersten Hohl der Reise. Die Matrosen tragen bei der Arbeit an Deck Ölzeug und Helme. Es ist glatt und bei Seegang schwingen schwere Ketten über den Köpfen. Das Netz war mehrere Stunden im Wasser, in 1000 Meter Tiefe. Jetzt hat der Catch-Sensor ausgelöst. Bis das Netz oben ist, dauert es noch etwa eine halbe Stunde. Dicker Fang oder Niete? Das weiß jetzt noch keiner. Ja, bis das Geschirr anfängt, nach oben zu kommen, können wir uns jetzt erstmal gar nichts orientieren. Die Mannschaft ist am Fang beteiligt. Wenn das Netz voll ist, verdient sie gutes Geld. 1000 Meter Kurleine werden aufgerollt. Erst dann kommt das Netz an Bord.
Der Hochseetrawler hat ein streng abgegrenztes Gebiet, in dem er fischen darf. Die Geräte hatten etwas im Netz angezeigt, aber das muss nichts bedeuten. Es gibt auch andere Ursachen. Es kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass hier unten altes Netzmaterial liegt, das wir aufgefischt haben. Das kann den Catcher dann so auch zum Auslösen bringen. Würde auch passen. Kurz festgelaufen, wieder losgekommen. Könnte auch sein, dass wir irgendwas Altes aufgefischt haben. Ein altes Netz? Ein dicker Fang? Die Mannschaft muss warten. Dann kommen die Scherbretter an die Wasseroberfläche. Zum Netz ist es jetzt nicht mehr weit. Aber die Arbeit mit den Scherbrettern ist gefährlich. Jeder Handgriff muss sitzen. 6 Tonnen wiegt ein solches Brett. Matrose Hannes Krüger sichert es mit einer schweren Eisenkette von Hand. Das Brett wird hochgezogen und soll dann justiert werden. Hannes Krüger signalisiert an die Brücke, dass er mehr Seil braucht. Die Sprechfunkanlage ist pünktlich zum ersten Fang ausgefallen. Kapitän Sascha von Stahl bedient die Winde von der Brücke aus. Das tonnenschwere Stahlbrett gibt nach und rutscht wieder nach unten. Hoch! Hannes Krüger versucht, das Scherbrett zu sichern, aber die Kette rutscht durch. Die Kette hängt immer noch dazwischen. Er beugt sich zwischen Scherbrett und Schiff und bekommt das Sicherungsseil zu greifen. Das Brett hängt jetzt an der richtigen Stelle. Gut. Das Netz wird weiter an Deck gezogen. So, jetzt wird hier die Hochreißer eingepickt, damit wir die Ketten gleich hochnehmen können. Die Arbeit unten an Deck ist hart, sie ist auch gefährlich. Und da wir alle selber an Deck gefahren sind als Matrosen, wissen wir das ganz gut. Mit dem Netz kommen die Wale. Sie hören das Manöver unter Wasser über Kilometer. Für die Schnabelwale bedeutet das Netz leichte Beute. Sie holen sich die Fische am Ende des Netzes raus. Der erste Fang kommt an Deck. Niete oder Volltreffer? Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Unten am Ende ist das Netz gefüllt mit Tonnen von schwarzem Heilbutt. Es hat sich gelohnt. Es kommt jetzt auf Minuten an. Das Netz muss geleert werden und das andere sofort wieder ins Wasser. An Deck öffnen sich die Luken zur Fischfabrik. Das Netz wird von Hand geöffnet. Hier hilft keine Maschine. Es geht um Muskelkraft. So, schon ist der Fisch gefangen. Ist auch ein bisschen mehr als 250 Korb. Ich würde so 300 sagen. Also sehr gut erholt. 300 Korb. Das sind 15 Tonnen schwarze Heilbutt. Das Netz wird mit dem Kran hochgehoben, damit die Matrosen es besser leeren können. Mit Schneeschiebern werden die Fische zur Luke geschoben. Von dort fallen sie in die Tanks der Fischfabrik. Kapitän Sascha von Stahl beobachtet den ersten Fang von der Brücke aus. Was sagt der Kennerblick? Oh, nicht schlecht. Ich schätze 12 Tonnen. Brutto. Das ist ganz anständig. Direkt nach dem Fang wird das zweite Netz ausgeworfen. Den Job übernimmt der zweite Bestmann mit seinem Team. Der Kapitän fährt eine scharfe Wende zurück ins Fanggebiet. Das zweite Netz soll so schnell wie möglich ins Wasser.
Mein Motto ist immer, Zeit ist Geld, ne? Und es ist so eine Fischerei, man muss schnell Fisch fangen, damit man was verdient, Geld verdient. Ne? Die Quoten müssen abgefischt werden und es muss alles schnell gehen, ne? Aber soll immer auch irgendwo auf einem sicheren Level bleiben alles, ne? Man muss da genau die Waage finden, ne? Der erste Fang war gut. Je schneller die Quote abgefischt ist, umso schneller kommen die Matrosen nach Hause. Nach der Arbeit an Deck geht es in die Fischfabrik. Der Fang muss verarbeitet werden. Die Fische sind erst vor wenigen Minuten aus dem Wasser gezogen worden. Aus dem Tank werden sie zu allen Stationen der Fabrik befördert. Die Fischfabrik wird ab jetzt 24 Stunden am Tag laufen. An der ersten Station steht die Köpfmaschine. Hier wird dem schwarzen Heilbutt der Kopf abgetrennt. Es ist wichtig, dass der Schnitt kurz hinter dem Kopf angesetzt wird. Sonst wird die Ware vom Kunden beanstandet. Die Köpfe werden ebenfalls verkauft. Wenn der Fisch oben an Deck ist, kommt er als erstes in unsere sogenannte Schlippe rein. Davon haben wir 3 Stück. Von hier aus geht es dann als erstes in die Köpfmaschine, wo ein Kollege, der in den Fisch praktisch köpfen tut, den VMK auch gleich raussortiert, also ganzen Fisch, der wird gleich mit der Hand hier raussortiert. Und ebenfalls auch den Beifang, der sich aber am Grenzen hält hier. Der Beifang wird ebenfalls verarbeitet. Über Bord geschmissen wird nichts. Das ist außerdem verboten. Die Köpfe werden gesondert verpackt und nach Asien verkauft. Wir selber haben das auch schon gemacht, schmeckt sehr gut. Die Backen geschnitten, ist was ganz Leckeres. Die Kleinen, nehme ich mal an, nehmen sie eher für eine Fischsuppe. Dann machen sie einen Sud, genau wie die Schwänze. Dass sie davon Sud kochen oder eine Fischsuppe machen, nehme ich mal an. Die Schwänze, die müssen einen bestimmten Schnitt haben. Die Länge muss also korrekt sein. Die darf nicht zu lang sein, der Schwanz nicht zu kurz. Er sollte mehr so optimal Abstand haben. Genauso der Köpfschnitt, das nennt sich sogenannter Japan-Cut. Der muss genau stimmen. Also der Fisch darf nicht schräg geschnitten werden, nicht gerade. Er muss einfach diesen Japan-Cut haben. Das verlangt der Kunde und danach arbeiten wir auch. Dann wird hier dann natürlich als nächstes sauber gemacht. Hier werden dann der Rogen und die Milch entfernt, sowie die Blutrinne komplett raus, dass der Fisch von innen komplett sauber ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Jedem Fisch wird einzeln und von Hand der Schwanz abgeschnitten. Bei 15 Tonnen Fisch sind das ziemlich viele Schwänze. Fließbandarbeit auf hoher See, gut bezahlt und doch eintönig. Die Männer hören bei der Arbeit Musik über Kopfhörer. Ab und zu wechseln sie die Stationen. 24 Stunden am Tag sollte hier unten alles in Bewegung sein. Dann läuft das Geschäft. Die Fische werden gewogen und dann in Pakete verpackt. Sie gehen später in die ganze Welt, häufig nach Japan. Die Fischfabrik steht während des Betriebs komplett unter Wasser. Sauberkeit ist das oberste Gebot. 10 Kilogramm pro Paket von Westgrönland auf den Weltmarkt. 765 Tonnen darf der Hochseetrawler Mark auf dieser Reise abfischen. Dann ist die Quote erfüllt. Der erste Fang war gut. Bis zu 15 Tonnen könnten es gewesen sein. Nach dem Verpacken kommen die Kartons in die Froster. Der Fisch ist jetzt erst wenige Stunden aus dem Wasser. Nach 3 Stunden sind die Fische tiefgefroren. Fehler dürfen hier nicht passieren. Die wären nicht mehr zu korrigieren. Hier geht ja so die Ware zum Kunden hin, sag ich mal. Ja, und wenn ich da Mist einpacke, haben wir echt Probleme. Ne? Ich packe jetzt zum Beispiel die Ware S ein, AOK, ab ohne Kopf, ganz normalen Heilbutt. Und packe jetzt dafür, oder dokumentiere das jetzt als Köpfe. Dann hat der Kunde eben Köpfe. Das ist doof, ist das. Das geht nicht. Also ich muss wirklich echt gucken daran. Ne? Konzentration, damit es beim Kunden an Land kein böses Erwachen gibt. Ich muss alleine sein. Ich habe schon alleine gearbeitet. Wenn ich mit zu zweit arbeite, dann ist das nicht. Dann quatscht man nebenbei.
muss sie konzentrieren drauf. Ne? Die letzte Station ist die Kühlkammer. Es sind immer dieselben Männer, die dort arbeiten. Heute ist Dirk Bieber an der Reihe. Boah, kalt. Und ein bisschen Stress. Die Kühlkammer. Von oben kommen die Kartons mit der gefrosteten Ware. Mehr als 1000 Tonnen Tiefkühlware haben hier Platz. Es herrscht Leere. Dennoch steht das Schiff am Anfang der Reise. Die Männer sichern den ersten Fang, damit er bei Seegang nicht zerstört wird. Dicke Kleidung schützt die Männer bei minus 30 Grad. Manchmal sind sie stundenlang hier unten. Die Arbeit hier ist hart. Für die Männer und das Material. Das Hydrauliköl hier drin, das ist Flugzeugöl. Von Flugzeughydrauliköl, weil das dann nicht einfriert. Das muss man bloß ein bisschen langsam zum Anfang fahren, aber dann geht es nachher ganz schnell alles. Das kostet richtig viel Geld, das Hydrauliköl. Der Gabelstapler läuft mit einem Akku, aber Dauerfrost greift jede Batterie an. Wenn der Stapler ausfällt, haben die Männer hier unten ein Problem. Deshalb kommt das Fahrzeug während jeder Pause an die Heizung. Das Akku muss ja immer voll sein. Man weiß ja nicht, wie lange wir hier unten sind. Das ist jetzt normal das Kabel fürs Akku zum Laden. Und jetzt stecke ich die Heizung an. Und das ist normale Lichtstromkabel, da ist die Heizung damit drin, dass uns das Akku nicht einfriert. Frischer Fisch. Für den Koch ein Traum. Der erste Catch landet auch in der Pfanne von Sebastian Worpitz. Heute gibt es lecker Fisch. Da werden wir jetzt mal gleich nach unten gehen und uns den abholen. Also ich denke mal schön schwarzen Halbe so ein bisschen zum Mittag. Mit Schmorgurken, Kartoffeln dazu. Und das rockt. Moin Hansen! Machen Sie alles frisch oder was? Schön. Also ich esse schon gerne Fisch, aber halt nicht zu oft. Mann. Also wenn es dreimal die Woche Fisch geben würde, wäre mir das schon zu viel. Also, ich kann aber auch Bratwurst essen. So, müssen wir hier ein bisschen ausspülen noch vorher, bevor wir uns da drin packen. So, dann wollen wir mal. Schwarzer Heilbutt aus dem Nordatlantik. Frisch ist frisch. Ne, X dann irgendwie, also das ist natürlich, besser kannst du es nicht haben. Ne, also das ist schon echt cool. So, ich denke mal, das wird uns reichen. Und dann wollen wir das mal nach oben bringen, wa? Im Maschinenraum stehen Wartungsarbeiten an. Die Ölfilter müssen gereinigt werden. Solche Aufgaben übernimmt der Chief zusammen mit einem Mechaniker. Insgesamt sind 4 Besatzungsmitglieder für die Technik an Bord verantwortlich. Die Männer fahren 12-Stunden-Schichten, Tag und Nacht. Die Maschine ist das Herz des Trawlers. Sie liefert den Antrieb, aber auch den Strom für die Fabrik. Wenn hier etwas nicht läuft, kann das zu einem Totalausfall führen. Also wir haben so Maintenance gerade, wir natürlich abarbeiten jeden Tag. Öl auffüllen, Füllstände kontrollieren, Filter kontrollieren. Und das ist natürlich eine Geschichte jetzt, die eben gerade 2 Wochen mal passiert. Der wird dann dreckig, muss umgestellt werden, ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut. Also das ist auch normale Arbeit, keine zusätzliche oder keine tägliche Arbeit auch nicht. Das ist einfach alle 2 Wochen mal billiger rein. Die Ölfilter kommen nach dem Ausbau in ein Ultraschallbecken. Hier werden sie komplett gereinigt, alle 2 Wochen. Wie wichtig funktionierende Maschinen und Notfallsysteme sind, wird sich bald zeigen. Die Mark ist nicht alleine auf dem Nordatlantik unterwegs. Der Hochseetrawler Gerda Maria ist ebenfalls im Fanggebiet. Allerdings steht das Schiff kurz vor der Heimreise. Kapitän Sascha von Stahr schickt 2 Besatzungsmitglieder rüber, um Ersatzteile für die Funkanlage an Deck zu holen. Dafür lassen die Matrosen das Beiboot ins Wasser. Die Besatzung trägt jetzt Überlebensanzüge. Das Wasser ist hier am nördlichen Polarkreis nur 3 Grad kalt. Wer reinfällt, hat ohne Überlebensanzug kaum Chancen. Nach wenigen Minuten tritt der Tod ein. Die See erscheint flach, aber für das kleine Beiboot sind die Wellen hoch.
Die Gerda Maria hat sich in den Wind gelegt, damit das Beiboot geschützt ist. Das Paket mit der Funkanlage wird an einem Seil heruntergelassen. Das Schwesterschiff Gerda Maria hat seine Quote abgefischt und tritt gleich die Heimreise an. Die Besatzung der Mark steht noch am Anfang der Reise. Wie lange die Männer auf See bleiben, wissen sie jetzt noch nicht. Bis jetzt ist das Fanggeschäft gut gelaufen. Auf dem Weg zurück kreuzen Wale den Weg. Auch altgediente Matrosen freut das immer wieder. Pass auf, Digga! Der Hochseetrawler Mark ist seit gut 2 Wochen auf See. Das Fischereigeschäft läuft gut. Noch haben die Männer Kraft. Aber der Job draußen und in der Fabrik ist hart und zehrt an den Kräften. Wenn wir jetzt so weitermachen, so in dem Tempo 2-3 Wochen, und geht das auch noch. Aber wenn wir dann Zeit haben, uns auszuruhen, dann ist man K.O. Also dann merkst du, da, weil du dann die Zeit hast, darüber nachzudenken, K.O. zu sein. So, ne? Und wenn du mal eine Schicht dann nichts machst, weil kein Fisch ist, ne, und dann wirklich sagst, na gut, wir legen uns dann halt mal hin, schlafen mal ein bisschen länger. Also das bricht dann öfters mal das Genick. So. Und dann merkst du erst wirklich, wie ausgelaugt du bist. Ich werde jetzt schön heuer Bubs machen. Das heißt so viel wie schlafen. Die Matrosen arbeiten in Schichten. 7 Tage die Woche, manchmal monatelang. Freizeit gibt es wenig. Die Kajüten sind doppelt belegt. Aber immer ist einer der Matrosen auf Station. Hier ist meine Kammer. Das mal reingucken, ist aber nicht aufgeräumt. Macht nichts. Nee, ich schlafe oben. Ja, ich schlafe meistens oben, mir ist das eigentlich egal, wo ich schlafe. Also ich habe Platz zum Schlafen. Ne? Ja, eine kleine Couch. Mehr ist ja halt nicht. Ne? Für jeden kleinen Schrank. Man braucht ja auch nicht so viel. Ne? Man geht ja nicht aus. Ne? So ein bisschen Arbeitssachen reicht voll und ganz. Ne? Das Wetterradar kündigt Sturm an. Die dunklen Stellen zeigen die Windstärke an. Starker Wind bedeutet auch starken Seegang. Das Wetter ändert sich in dieser Gegend teilweise im Minutentakt. Die Böen werden stärker und die Wellen höher. Sturm ist gefährlich für die Mannschaft und schlecht für das Geschäft. Die Fischerei wird schwieriger, selbst in 1000 Meter Tiefe. Ja, bei schwerer See ist es natürlich schwieriger. Als erstes einmal die Fischerei an sich. Wir haben zu kämpfen mit den Netzen. Die springen am Grund ein bisschen hin und her und stehen nicht so stabil wie bei ruhigem Wetter. Und die Arbeit an Deck ist natürlich auch schwieriger. Die Matrosen haben eine gefährliche Schicht vor sich. Der Sturm nimmt zu. Die Wellen türmen sich immer weiter auf. In einigen Stunden wird das Netz eingezogen. Dann müssen die Matrosen an Deck. Auch in der Küche macht sich der Sturm bemerkbar. Das ist viel, ja? Du kannst festbinden den Topf. Eigentlich ist das Schiff auch so weit ausgelastet, sag ich mal so, mit den Relingen, die du hier hast am Herd, dass du auch bei jeder Windstärke im Prinzip kochen kannst. Es ist auch schon viel, dass du sehr, sehr viel mitdenken musst, weil es eben gerade halt alles in Bewegung ist. Der erste Steuermann inspiziert das Hospital. Bei Sturm ist die Verletzungsgefahr noch höher, als sie ohnehin ist. Mario Fett hat eine vertiefte Ausbildung in Erster Hilfe. Der letzte Kurs liegt nicht lange zurück. Bis zu einem gewissen Grad können Verletzungen an Bord behandelt werden. Im schlimmsten Fall muss das Schiff einen Hafen anlaufen, aber das kann Tage dauern. Die Bordapotheke bietet vor allem starke Schmerzmittel. Draußen auf See passiert immer mal wieder etwas. Meistens kann direkt geholfen werden. Ja, häufig sind irgendwelche Schnittverletzungen. Allein durch die Handhabung der Messer, da sie sehr viel an Netz rumschneiden müssen mit Messern und auf diese Messer sehr schnell stumpf werden, die Netze sehr sandig sind, durch die geballte Kraft, die sie dann aufwenden müssen, rutscht man doch schnell mal ab oder schneidet sich halt damit oder so. Schnitte werden an Bord nicht genäht, sondern getackert. Das funktioniert wie ein ganz normaler Tacker. Fixierst ihn hier an der Stelle, wo du halt die Wunde verschließen willst und drückst einfach den Hebel durch und dann kommt die Klammer, Tackerklammer, wie man sie sich beim Papier vorstellt, einfach hier vorne raus und biegt sich auch automatisch um. Also meine eigene Erfahrung auf dem Kopf war, dass das einigermaßen schmerzhaft war, aber das natürlich ein sehr kurzzeitiger Schmerz ist, ist natürlich nicht so die Dramatik.
Das Hauptziel ist ja halt, die Wunde zu verschließen und irgendwie eine Blutung zu stoppen. Und dann muss man schon halt durch. Das ist das Problem. Aber es ist nicht ganz schmerzfrei. Unter Deck macht sich die Mannschaft bereit. Es stürmt und die Arbeit an Deck wird gefährlich. Dennis Bakker trägt als Bestmann die Verantwortung. Ja, dass man da nichts abkriegt, dass der Bus ja keiner aus dem Bord geht, ne? Es ist Nacht. Der Sturm bläst seit Stunden und hat die See aufgewühlt. Das Netz wird eingeholt. Es schneit und der Wind kommt in starken Böen. Die Mannschaft wartet. Es passieren halt Sachen, die man kann man nicht berechnen, ne? Nicht einschätzen. Wenn es einen Seeschlag gibt, dann schneit dann einmal und dann fliegt immer irgendwas durch die Gegend. Ne? Ja, man kriegt schon Angst, ja. Wenn man denn. Man weiß ja nicht, was passiert, das ist ja das Schlimme. Der erste Steuermann hat von der Brücke eine gute Sicht. Aber das Schneetreiben wird dichter. Die Schneeflocken fliegen jetzt waagerecht. Die Sichtweite wird immer geringer. Na, im Moment geht es noch nach vorne, ist kein Problem. Da wir viel elektronisches Gerät haben und wenig Schiffsverkehr. Das ist eigentlich noch nicht das Problem. Nach Achtern raus geht es auch noch einigermaßen. Aber wenn die Schneeflocken mehr dichter werden, das Schneetreiben mehr wird, dann ist es schon manchmal schwierig zu sehen. Dann muss man wieder umso vorsichtiger sein. Das Deck ist zugeschneit. Noch. Die Matrosen nutzen die Wartezeit auf ihre Weise. Allerdings ist das Deck durch den Schneespiegel glatt. Wenn das Netz kommt, ist das zu gefährlich. Wer abrutscht und über Bord geht, hat nachts keine echte Überlebenschance. Die Mannschaft hat einen Schlauch angeschlossen und spritzt das Deck mit Salzwasser ab. Bei um 0 Grad geht das, denn das Salzwasser gefriert nicht. Gefischt wird bei fast jedem Wetter. Aber die Mannschaft ist jetzt vorsichtiger. Respekt solltest du nicht verlieren. Das ist immer natürlich, wenn du hier deine Windstärken hast von 10, 11 oder musst du natürlich immer wachsam sein. Der zweite Steuermann wird später zwischen den Leinen arbeiten. Er sichert sich jetzt mit einem Gurt. Bei starkem Wind können Brecher bis auf das Deck schlagen. Das Netz ist bald oben. Der erste Steuermann gibt die Kommandos von der Brücke. Die tonnenschweren Scherbretter kommen hoch. Sie werden wie immer von Hand gesichert. Danach kommt das Netz an Bord. Fisch ist drin. Aber der Sturm macht sich bemerkbar. Von den 12 oder 13 Tonnen der Vortage ist man weit entfernt. Ah, es ist nicht ganz so viel. 100 Korb vielleicht. 5 Tonnen. Ah, ist nicht ganz so gut für die Schleppzeit. Bisschen wenig. Die Fischer sind enttäuscht. 5 Tonnen sind nicht viel. Die Tage vorher war mindestens das Doppelte im Netz. 10 Tonnen pro Fang sollten drin sein, damit die Fabrik durchläuft und am Ende der Verdienst stimmt. Hochseefischer gehören zu den Großverdienern der Seefahrt. Aber nur, wenn der Fang stimmt. An Bord der Mark hoffen jetzt alle auf besseres Wetter. Der Fang ist nicht wirklich doll. Könnte schon gerne das Doppelte sein. Nur die ständig ändernde Wetterlage macht das ein bisschen schwierig, denke ich. Der Wind ist jetzt irgendwie nördlicher, vorher war er im Süd. Die Strömungen ändern sich damit. Da scheint der Fisch ein bisschen empfindlich zu sein manchmal. Braucht es ein bisschen eine stabilere Wetterlage jetzt vielleicht. Aber wir hoffen, dass das irgendwie morgen besser wird. Der Sturm hat sich gelegt. Nach fast 20 Stunden ist die See rund um den Hochseetrawler Mark wieder ruhig. Die Mannschaft hofft auf einen besseren Fang. Das Netz läuft jetzt ruhiger. An Bord hat der Sturm Spuren hinterlassen. Auf der Brücke wurde eine Antenne abgerissen. Glück im Unglück, es war die Fernsehantenne. Die funktioniert in diesen Breitengraden ohnehin nicht. Nicht das Einzige, was fehlt an diesem Morgen an Bord der Mark. Für die, die es nicht wissen, Deutschland. Auch die Schiffsflagge ist im Sturm abgerissen. Ersatz muss her. Das ist Pflicht. Nur machen wir den Neuran, damit andere Schiffe wissen, auf welchem Land wir kommen, welche Nationalität das Schiff hat. Nur noch wenige Schiffe auf den Meeren sind unter deutscher Flagge unterwegs. Viele Reeder haben ihre Schiffe ausgeflaggt. Das ist billiger. Die deutsche Hochseefischereiflotte fährt weiter unter deutscher Flagge. So jetzt kannst du doch festbinden, oder nicht? Ja, du kannst es ja nicht hissen. Ich bin deutscher Offizier, muss auch erst mal gucken, ob das richtig rum ist. Ey. Schwarz, Rot, Gold.
Die Matrosen sind froh, dass sie unter deutscher Flagge fahren. Das garantiert ihnen bestimmte Rechte und gutes Gehalt. Also ich werde es wohl noch bis zur Rente schaffen, denke ich. Hoffe ich. Ne? Aber na, ich meine, bei der Containerschifffahrt, da ist es ja auch schon gang und gäbe, dass die Schiffe umgeflaggt werden. Also ich hoffe es nicht, weil die Fischquoten sind ja nationengebunden, zum Glück. Ne? Nation und Schiff gebunden. Also daher denke ich, dass das nicht so schnell passieren wird und sich ändern wird. Oh, ist mal noch ein Stück, sehr schön. Das ruhigere Wetter sorgt für bessere Fänge. Mehr als 10 Tonnen landen jetzt immer im Netz. Der Fisch ist verkauft, sobald er an Bord ist. Kapitän Sascha von Stahr hält ständigen Kontakt zu den Fischereibehörden und zum Reeder in Deutschland. Ja, wir haben ein elektronisches Logbuch. Das heißt, ich gebe jede Minute eine Positionsmeldung und trage den Fang auch direkt ein. Das heißt, 10 Minuten nach dem Hieven haben wir eigentlich unsere Fänge bei den zuständigen Behörden. Und zusätzlich geben wir zu der Reederei natürlich noch am Ende des Tages eine 24-Stunden-Fangmeldung ab, damit die wissen, was wir gemacht haben. An Bord der Mark wird das zweite Netz klargemacht. Damit soll jetzt parallel gefischt werden. Doppelte Netze garantieren nicht automatisch einen doppelten Fang, aber immer doppelte Arbeit. Ein drittes Netz muss außerdem bereit liegen, damit gefischt werden kann, wenn Netz 1 und 2 hochgehievt werden. Was niemand ahnt, der Tag endet im Desaster. Der Bordladen hat geöffnet. Mehrmals in der Woche kann sich die Besatzung hier mit Süßwaren und Getränken eindecken. Zu heimischen Preisen und etwas billiger. Bier gibt es auch, aber nur ohne Alkohol. Während der Fischerei gilt auf dem Schiff striktes Alkoholverbot. Also es kommt immer drauf an, ne? Mal eins zu der Haribo. Ich versuche es immer ein bisschen schmaler zu halten, ne? Weil ich auch ein bisschen schmaler werden muss. Aber jetzt ist gerade hier Malzbier ins Angebot gekommen. Dann jetzt denke ich mal über die ganze Reise, dass ich ein bisschen Malzbier habe, mal zwischendurch irgendwie mal zum Trinken. Und ansonsten Wasser oder wenn man doch mal Süßhunger hat, irgendwie, dass man mal irgendwie eine Packung Haribo kann machen. Eine Packung Haribo oder so. Ne? Aber ansonsten versuche ich das für mich schon zu reduzieren, damit ich ein bisschen Gewicht verliere. Also ist nicht für mich, ne? Ich esse zu den Mahlzeiten weniger, damit ich mehr Schokolade essen kann zum Abnehmen. Was möchtest du rein? Eine Kiste alkoholfrei. Außerdem gibt es an Bord Zigaretten. Die sind in einer Extrakammer unter Verschluss. Wir hatten jetzt ein bisschen Pech, dass der Kapitän aufgehört hat zu rauchen. Weil der hat wirklich richtig viel weggequarzt. Und da haben wir, oder besser gesagt, noch der andere Zweite in weiser Voraussicht mal Gold bestellt. Ja, 2 10.000er Kartons. Ja. Und die will nur keiner mehr. Jetzt sitzen wir da drauf. Und was würde passieren, wenn ihr mal vergesst, die Zigaretten einzupacken hier? Ja, es gab schon mal. Da wurden sie wohl leer auf dem Schiff, aber ich war da nicht mit. Das ist auch nur vom Hören sagen. Ja, da möchtest du nicht in der Haut vom Besteller stecken. Also wenn der Besteller mit an Bord ist und es kommt raus, dass Zigaretten nicht bestellt wurden oder vergessen. Oha, nee, möchte ich nicht erleben. Also du hast hier, ich würde sagen, jetzt momentan sind 70% Raucher. Ja, und wenn du hier 3 Monate draußen bist, das halten die vielleicht 2 Tage durch, 3 Tage. Aber danach gehst du, machen sie dich fertig. Der Chief arbeitet 12 Stunden am Tag. Aber wirklich frei hat er nie. Sein Team besteht aus insgesamt 4 Leuten. Sie sind für die gesamte Technik auf dem Schiff verantwortlich. Von der Toilettenspülung bis zur Hauptmaschine, also da ist dann das komplette technische Programm, sag ich mal. Ne? Ganzen Aggregate, Luft, Wasser, Öl, Pumpen. Eigentlich alles, ne? Der Hochseetrawler Mark ist gebaut für monatelange Fahrten auf allen Weltmeeren. Aktuell ist er vor Westgrönland unterwegs. Unter Deck ist modernste Technik verbaut. Der Schiffsdiesel leistet mehr als 5000 PS. Gleichzeitig liefert die Maschine Strom für die Fischfabrik. 24 Stunden am Tag brauchen die Bänder Energie. Das Schiff verfügt über Notfallsysteme. Hinter dem Maschinenraum ist eine Handsteueranlage verbaut. Der Chief kann eigentlich alles kontrollieren, wenn die Hauptsysteme laufen. Ja, das Schlimmste wäre natürlich, wenn die Hauptmaschine natürlich ausfällt. Ne?
dann Blackout hast und dann gar nichts mehr, alles dunkel ist. Das Team von Bestmann Dennis macht sich bereit für den nächsten Hol. Bis jetzt ist die Reise gut verlaufen. 80 Tonnen Fisch haben die Männer schon gefangen. Die Stimmung ist gut. Die Besatzung fischt jetzt mit beiden Netzen. Das kann sich lohnen, wenn die richtigen Schwärme am Grund getroffen werden. Aber es birgt auch ein Risiko, wenn etwas schief läuft. Die Netze werden ins Wasser gelassen. Die See ist ziemlich ruhig in dieser Nacht. Die Mannschaft hofft auf einen dicken Fang. Die beiden 80 Meter langen Netze laufen nebeneinander ins Wasser. Ein Teil ist schon im Meer versunken. Die Matrosen beobachten das Geschehen vom Heck. Von hier lösen sie am Schluss die schweren Scherbretter, mit denen das Netz in Richtung Grund sinkt. Gesteuert wird von der Brücke. Die Mark ist am nördlichen Bereich des Fanggebiets. Bis jetzt verläuft alles nach Plan. Dann ein Problem. Der Notruf des Matrosen an die Brücke kommt zu spät. Blackout. Die Hauptmaschine des Hochseetrawlers Mark läuft nicht mehr. Ohne Sturm und Antrieb treibt das Schiff hilflos im Nordatlantik. Beide Netze hängen in der Schraube. Das hat die Hauptmaschine abgewürgt. Der Schiffsdiesel ist ausgefallen, die Stromversorgung deshalb zusammengebrochen. Das Notstromaggregat ist angesprungen und versorgt die wichtigsten Funktionen. Für die Techniker ist dies das Worst-Case-Szenario. Ich weiß bloß, dass das Netz in die Schraube gekommen ist. Und jetzt versuchen wir natürlich über Notdiesel erstmal Strom zu machen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das Netz irgendwie wieder rauskriegen da. Ne? Die Matrosen können erst einmal nichts machen und warten auf Befehle. Der erste Steuermann macht sich selbst ein Bild von der Lage. Wir haben beide Netze, beide Stärken sind in dem Propeller drin. Der Propeller hat sich die Stärke gefangen und dann aufgewickelt und jetzt. Es ist da hinten drin fest. Das versuchen wir, das wieder glatt zu kriegen. Erstmal brauchen wir Power, ne? Mit Strom und dann gucken, dass wir hinten klar kriegen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Die versuchen, den Propeller zu drehen. Ob da irgendwo ein bisschen lose reinkommt, wenn man ihn ein bisschen zurückdreht oder so. Und dann so gucken. Mehr nicht. Mal sehen. Das Schiff treibt jetzt ohne Antrieb und Ruder im Nordatlantik. Die Netze müssen schnellstmöglich aus der Schiffsschraube entfernt werden. Der Chief geht zurück in den Maschinenraum. Dort soll der Hilfsdiesel gestartet werden. Ohne den Strom der Hauptmaschine steht auch die Fischfabrik still. Ich lauf doch über Strom. Ja, bei dir kommt doch eh nichts, ist doch egal. Weil ist doch, da musst du ein bisschen Kraftstrom nehmen, da geht's schneller. Wirklich, Strom ist langsamer. Die Fabrik soll ununterbrochen laufen. Dann verdient die Besatzung auch gutes Geld. Jetzt läuft hier nichts mehr. Die Mannschaft auf dem Hochseetrawler Mark versucht zu retten, was zu retten ist. Der restliche Fisch muss runter von den Bändern und verarbeitet werden. Ja, los, komm, pack weiter. Ja, los. Mark, ist der Fisch auf dem Band? Scheiße. Ja, wir müssen erstmal alles resetten. Und dann abwarten. Ne? Weil ohne Wasser kannst du nicht verarbeiten. Musst du den Fisch sauber machen. Auch die Froster sind ausgefallen. Die Männer müssen warten, bis der Hilfsdiesel läuft. Bis dahin können sie nur verpacken, was am Ende der Bandstraße liegt. Die Maschinisten müssen den Hilfsdiesel starten, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Die Hauptmaschine kann nicht mehr gestartet werden, denn sie wurde abgewürgt. In der Fischfabrik laufen jetzt einige Geräte mit Notstrom. Für den gesamten Komplex reicht das nicht. Ab und zu bewegt sich etwas, aber das ist zu wenig, um den Betrieb hochzufahren. Am Deck bereiten die Matrosen Leinen vor. Sie wollen versuchen, die Netze aus der Schraube zu ziehen. Für die schweren Winden brauchen sie Starkstrom. Die Schraube des Hochseetrawlers ist blockiert. Gleich beide Netze hängen in dem großen Propeller fest. Es ist ein verzweifelter Versuch, doch noch etwas zu retten. Vielleicht lassen sich die Netze irgendwie aus der Schraube ziehen. Im Maschinenraum versuchen die Mechaniker, die Hauptmaschine zu starten. Aber nichts geht.
Der Hilfsdiesel muss den nötigsten Strom liefern. Ohne komplette Stromversorgung steht die Fabrik still. Im schlimmsten Fall ist der letzte Fang verloren. Die Mark verfügt über verschiedene Backup-Systeme. Dazu gehört auch der Hilfsdiesel. Nach dem Start liefert er die nötige Energie für die Fabrik und die restliche Elektrik an Bord. Jetzt geht's mal wieder. Ja, magische Hände. Nimm mal den Frost davon. Was ist das hier für eine Scheiße? Strom reicht nicht für alles. Komm da ganz oben, was los? Hier wird nichts. Die Sonne geht sowieso nicht mal an. Ach, dann fangen wir unten an. Gibt es einen Notfall oder so, ist jemand da fern? Ja, Hilfe schreien und raus hier. Ey, wir müssen warten, bis die da unten ihr OK geben und dann anders können wir den machen. Die Arbeiter in der Fischfabrik können jetzt den letzten Fang verarbeiten. Nachschub wird keiner mehr kommen. Alles S. S. Was? Volker, macht ihr jetzt hier auch weg, was liegt, oder? Ja, das ist schon, was wir wegmachen können. Wir machen das Behälter leer. B-Ware noch. Und dann noch L, große Ware, XL und XL und dann ist erstmal sauber machen. Und dann warten, was irgendwas kommt. Ne? Wir können auch keine Froster fahren, nichts. Hydraulik. Mal sehen, wie weit die Maschine kommt. Auf dem Deck machen sich die Matrosen bereit. Sie wollen die Netze mit schweren Leinen aus der Schraube ziehen. Beide Netze sind im Propeller des Hochseetrawlers verwickelt. Der Hilfsdiesel soll die nötige Energie für die Winden liefern. Mit mehreren Tonnen Zugkraft werden die Netze an Deck gehievt. Aber sie spannen sich nur, sie bewegen sich nicht aus der Schraube. Die Besatzung bricht das Manöver ab. Wenn die Netze reißen, entsteht möglicherweise noch mehr Schaden. Jetzt haben wir zwei Optionen. Entweder wir holen uns Taucher, die das da unten wieder freischneiden können, oder eben wir lassen uns reinschleppen. Dort muss es dann trotzdem auch von Tauchern gemacht werden. Doch wir selbst haben jetzt eigentlich keine Chance, hier irgendwas zu machen. Der Hilfsdiesel läuft und liefert Strom, aber die Schraube ist blockiert und auch das Ruder steht fest. Der Versuch, das Netz aus der Schraube zu ziehen, ist gescheitert. Die Reise des Hochseetrawlers endet hilflos auf hoher See. Wir können gar nichts mehr sehen jetzt. Also das ist einfach, die Maschine ist fest, die Kurbelwelle, Schraube hinten, kein Strom mehr, macht der Dunkel, Feierabend und dann. Zum Glück haben wir die Hilfsdiesel, dass wir die laufen lassen können für Stromerzeugung. Beide Netze sind von der Schraube angezogen worden und haben sich um den Propeller gewickelt. Extrem stabile und flexible Netze aus der Hochseefischerei. Ich schätze mal, so 20 Meter hängen da bestimmt drin. 20 Meter vielleicht. Ja, und die Kräfte sind natürlich enorm, was da auf die Kolben. Die Welle, das ist ja alles, das sind enorme Kräfte, die kriegst du so gar nicht gehalten. Und so ein Netz, wenn sich das verfängt, natürlich, dann ist ja klar, das ist dann natürlich eine unwahrscheinliche Kraft, die dahinter steckt. Die Schraube ist von einem Metallrahmen umgeben, einer Korddüse, das erschwert die Lage. Also wenn das jetzt alles da drin ist, dann ist sowieso ein Taucher runter oder ins Trockendock und dann muss er den weg, ne? Dann muss das freigeschafft werden. In der Fischfabrik laufen die letzten Fische vom Band. 10 Tonnen hat die Mark beim letzten Fang geholt. Es könnte der letzte Fisch auf dieser Reise gewesen sein. Für die Matrosen wäre es ein Reinfall. Der Reeder zahlt eine Garantie heuer, aber die liegt unter der Summe, die bei vollen Netzen fließt. Hochseetrawler müssen Fische fangen, damit sie sich rechnen. Jetzt treibt das Schiff ohne Antrieb im Nordatlantik. 29 Mann Besatzung sind auf dem Hochseetrawler Mark für Wochen zu Hause. Sie sind nach Nordgrönland gefahren, um schwarzen Heilbutt zu jagen und gutes Geld zu verdienen. Im Augenblick geht gar nichts. Die Schraube ist blockiert. Beim Aussetzen sind beide Netze in den Antrieb gezogen worden. Sich selbst helfen kann die Besatzung jetzt nicht mehr. Der Hochseetrawler ist allein in diesen Breitengraden. Das Schwesterschiff ist seit Tagen auf der Heimreise und zu weit weg. Kapitän Sascha von Stahr steht mit der Reederei in Kontakt und arbeitet einen Notfallplan ab.
Ein isländischer Hochseetrawler ist mehrere Stunden von der Mark entfernt. Er kann helfen. Die Besatzung muss viel vorbereiten. Es wird ein Rettungsmanöver auf hoher See. Der Hochseetrawler Mark soll abgeschleppt werden. Wir bereiten eine Schleppleine vor. Das andere Schiff kommt nachher 4 bis 5 Stunden. Und dann werden wir erstmal eine Leine rübergeben, damit wir eine Connection haben zu denen. Und dann, das bauen wir jetzt auf, suchen wir zusammen, machen wir vorne fertig. Und dann kriegen wir dann die Kurleine von dem rüber, wenn dann die Connection steht. Und dann werden wir die Kurleine vorne festmachen und dann wird uns damit abschleppen. Die Matrosen bereiten das Abschleppen vor. Ob es klappt, weiß jetzt noch niemand. Die reguläre Fahrt ist erstmal vorbei. Der Hochseetrawler Mark verdrängt mehr als 4000 Tonnen Wasser. Die Besatzung muss das stabilste Material verwenden, damit nichts reißt. Den Männern bleiben noch rund 5 Stunden. Dann soll der isländische Hochseetrawler eintreffen. Die Position muss genau stimmen. Bei dem Wetter ist die Sichtweite gering. Die Schiffe sind hier im Nordatlantik wie Nadeln im Heuhaufen. Wir haben das Größte, was wir haben. Safety first. Die Abschleppvorbereitungen laufen. 40 Tonnen Zugkraft. Es ist das dickste Tau an Bord. Dazu kommt ein massiver Schäkel. Ob es reicht, um das Schiff in Schlepp zu nehmen? Ein Matrose bereitet Wurfanker vor. Noch ist nicht klar, wie die Leinen zwischen den Schiffen ausgetauscht werden. Die Methode mit den Wurfankern gibt es seit Jahrhunderten. Oft hat sie sich bewährt. Noch treibt der Hochseetrawler antriebslos im Nordatlantik. Aber bald soll Hilfe eintreffen und das deutsche Schiff abschleppen. Plötzlich taucht ein Kriegsschiff auf. Es ist ein Boot der Fischereibehörde. Die grönländischen Behörden überwachen ihre Seegebiete und Fangplätze genau. Unter Deck macht sich die Mannschaft bereit für das Abschleppmanöver. Noch wissen sie nicht, ob die Fahrt fortgesetzt werden kann oder ob die Fischerei für sie beendet ist. Alle warten auf den isländischen Hochseetrawler, der ihr Schiff nach Grönland schleppen soll. Der erfahrene Bestmann Carsten Staffelde gibt die Anweisungen. Du fährst von oben den Spielkopf. Wenn du siehst, dass du steif kommst, dann wartest du ein bisschen. Ja. Nicht, dass wir die Leine abheben, weißt du? Okay. Auf dem Radar taucht der Hochseetrawler Polar Nanoq auf. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Damit die dicken Taue nicht aufgescheuert werden, legen die Matrosen Schutzdecken auf. Wenn ein Tau unter Druck reißt, besteht Lebensgefahr durch die umherschnellenden Enten. Am Horizont tauchen Scheinwerfer auf. Es ist die Polar Nanoq. Der isländische Hochseetrawler ist 7 Stunden gefahren. Gleich kann das Abschleppmanöver endlich beginnen. Die Matrosen haben Wurfanker bereitgestellt. Mit ihnen können die Leinen ausgetauscht werden. Allerdings muss das andere Schiff dafür sehr nah rankommen. Das ist riskant, denn der deutsche Hochseetrawler Mark kann nicht gesteuert werden. Die Brücke der Mark steht im Funkkontakt mit dem isländischen Schiff. Wirklich reagieren kann der deutsche Trawler aber nicht, solange die Schraube blockiert ist. Der Kapitän der Polar Nanoq muss sein Schiff jetzt so nah wie möglich an den deutschen Trawler ranbringen. Starker Wind und Wellen erschweren das Manöver. Die Polar Nanoq ist mit 65 Metern Länge kleiner als der Hochseetrawler Mark, aber immer noch sehr groß. Nach mehreren Anläufen schafft es der Kapitän der Polar Nanoq, sein Schiff neben den deutschen Hochseetrawler zu legen. Aber die Entfernung ist zu weit, um Leinen rüberzuwerfen. Am Heck des Isländers hat sich ein Matrose mit einer Schussvorrichtung bereit gemacht. Mit Druckluft schießt der Matrose ein Seil von der Polar Nanoq rüber zum Hochseetrawler Mark. Es geht um Sekunden. Das Seil darf nicht ins Wasser abrutschen. Dieses Manöver ist geglückt. An dem dünnen Seil werden jetzt stärkere Seile zurück an Bord des isländischen Trawlers gezogen. Der gibt dann wiederum ein Stahlseil zurück.
Jetzt wollen wir mal gucken, jetzt nimmt der Kurs auf und dann werden wir mal schauen, wenn die Leine steif kommt. Sollte aber alles in Ordnung sein. Der Hochseetrawler Mark ist jetzt im Schlepptau des Isländers. Alles hat reibungslos geklappt. Das Schiff wird nun nach Grönland in die Hafenstadt Nuuk gezogen. Das Ruder des Hochseetrawlers Mark ist fast komplett blockiert. Auf der Brücke kann der Kurs nur minimal bestimmt werden. Der Isländer hat gut einen Kilometer Leine gelassen. Der deutsche Hochseetrawler kann nicht reagieren oder bremsen. Das Schiff braucht deshalb genug Abstand, um im Notfall die Leine kappen zu können, ohne dass der deutsche Trawler auffährt. Auf der Brücke berechnet der erste Steuermann die restliche Fahrzeit. Es geht im Schritttempo über das Meer. Das Fanggebiet liegt rund 110 Seemeilen von der Küste entfernt. Das wird ungefähr, also wir können auch schon rechnen, dass es mindestens noch 20 Stunden dauert, bis wir da irgendwo klar liegen und einen Anker werfen können. Wir machen nicht viel Fahrt, wenn es nicht so geht. Ist ja eben halt langsamer, als wenn wir jetzt irgendwie aus freien Stücken selber dampfen können. Interessant ist jetzt, wie es weitergeht und was das noch für Konsequenzen hat, was die technischen Anlagen angeht und dass alles okay ist. Nicht zu fischen, einen Hafen anzulaufen, ist natürlich insgesamt für alle nicht schön. Wir sind Fischer, wir wollen Fisch. Unser Reeder möchte ein Schiff, das im Betrieb ist und fischt. So ein Schiff kostet auch am Tag eine Menge Unterhalt, wenn kein Fisch kommt. Aber das lässt sich halt nicht ändern. Es ist halt Fischerei und Seefahrt. Was in Nuuk auf die Mannschaft und das Schiff wartet, ist nicht klar. Die Hafenstadt hat nur begrenzte Mittel vor Ort. Nach 20 Stunden Fahrt im Schlepptau erreicht der Verband die grönländische Küste. Der isländische Trawler nimmt Fahrt raus, damit die Schiffe im Fjord zum Stehen kommen. Die Bucht von Nuuk ist eng für ein Schiff ohne Ruder. Kapitän Sascha von Staar kann nur wenig ausrichten von der eigenen Brücke. An beiden Seiten des Schiffes befinden sich Felsen im Wasser. Bis zum Hafen sind es nur noch wenige Meilen. Auf uns warten zwei Schlepper und werden gleich über das Prozedere informiert, wo wir das Schiff von den Polaner noch abschlagen und die beiden Schlepper wahrnehmen. Wenn die Polaner Nock die Leine gekappt hat, liegt das deutsche Schiff ohne Antrieb und Steuer im Wasser. Für den Anker ist es hier zu tief. Tricky macht das Ganze ein bisschen, dass wir das Ruder nicht richtig benutzen können. Aber mit zwei Schleppern sollte das kein Problem sein. Nach 20 Stunden im Schlepptau löst die Polaner Nock die Leinen zur Mark. Jetzt machen sich die Schlepper bereit, um den deutschen Trawler in den Hafen von Nuuk zu bringen. Das deutsche Schiff hat eine Außenstelle zugewiesen bekommen. Die Schlepper müssen sich ins Zeug legen. Der Hochseetrawler verdrängt mehr als 4000 Tonnen Wasser. Langsam und vorsichtig buxieren sie den Trawler an den Anleger. Der Hochseetrawler Mark liegt jetzt im Hafen von Nuuk. Eigentlich müsste er auf hoher See sein, aber beide Netze hängen in der Schraube und blockieren den Antrieb. Nur Minuten nach dem Festmachen beginnt im Hafen die erste Aktion, um den Trawler wieder flott zu bekommen. Ein Taucher soll mit einer Kamera runter zur Schraube und ein genaues Schadensbild liefern. Das Wasser hat hier 3 Grad. Der Trockentauchanzug wird den Taucher für 3 Stunden warm halten. Der Sauerstoff kommt über Schläuche vom Schiff. Chief Jan Prüsing kommt auf den Schlepper. Er will dabei sein, wenn erste Bilder von unten gesendet werden. Vielleicht kann er etwas erkennen. Der Taucher ist jetzt am Heck der Mark und geht runter. Der Propeller befindet sich nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche. Auf einem Monitor an Bord des Schleppers laufen die ersten Live-Bilder ein. Es sieht nicht gut aus. Die Netze haben sich um die komplette Schraube und die Welle gewickelt. So etwas kommt immer mal vor. Und so etwas kann dauern. Wir hatten das zuletzt in Nordgrönland bei einem Schiff. Wir haben 4 Tage gebraucht, um alles aus der Schraube zu holen.
Der Chief beobachtet den Tauchgang weiter auf dem Monitor. Eigentlich wollte ich mal alles sehen, was da hinten aussieht. Ne? Da ist eine Propelle. Okay. Nach 2 Stunden kommt der Taucher zurück. Wir haben ein großes Problem. Es ist alles viele Male um die Schraube gewickelt worden. Eine gute Nachricht gibt es aber. Die Schraube scheint nicht beschädigt zu sein. Ich konnte nichts erkennen. Es tritt kein Öl oder so aus. Vielleicht ist da nichts passiert. Wie es weitergeht, weiß an Bord keiner. Die ersten Nachrichten sind durchwachsen. Wir haben eine Kotdüse da dran, das ist dann quasi ein riesiger Metallrahmen um den Propeller drum. Und wenn das jetzt da reinkommt, dann geht es natürlich rechtlich fest da rein. Der Propeller dreht sich ja kontinuierlich, der steht ja nicht auf Schlag. Erst wenn alles fest ist und der Druck da ist, steht er. Bis dahin hat er aber schon eine Menge Material da reingezogen und eventuell auch verkantet oder irgendwo hintergehakt. Das heißt, mit Ziehen haben wir ja schon probiert, aber einfach rausziehen, stellt man sich vielleicht so vor, aber so funktioniert das natürlich nicht. Die Netze bleiben in der Schraube. Der Taucher kann heute nichts mehr machen. Am nächsten Tag will er versuchen, die Netze loszuschneiden. Dafür hat er nur diese kleinen Messer zur Verfügung. Die Netze schreibt die Mannschaft schon jetzt ab. Wir gehen nicht davon aus, dass er irgendwas heil lässt. So ein Taucher da unten hat natürlich wenig Verständnis für. Da will sagen, er soll rückwärts auch unser Material nehmen, was wir selber dann da reinbekommen haben. Das interessiert ihn dann natürlich auch nicht so. Und er hat auch gar keine Möglichkeit, das irgendwie heil daraus zu bekommen. Also es wird alles in kleinen Stücken, in kleinen Teilen daraus kommen, damit wir nicht viel Brauchbares von ihm übrig bleiben, denke ich mal. Der nächste Tag beginnt an Bord mit dem Sonnenaufgang. Der Hochseetrawler Mark liegt im Hafen von Nuuk. Der Taucher wird heute versuchen, die beiden Netze aus der Schraube zu schneiden. An Bord wird geweckt. Moin. Licht an? Okay. Ich muss einmal fragen, Licht an oder aus? Am Heck des Trawlers ist der Schlepper mit den Tauchern im Einsatz. Nach dem Hissen der Taucherflagge geht es los. Gleich wird der Taucher damit beginnen, die Netze aus der Schraube zu schneiden. Mit diesen kleinen Messern gegen 40 Meter Hochseefischereinetze. Das Wasser ist hier nur wenige Grad kalt. Der Taucher kann maximal 3 Stunden unter Wasser bleiben. Dann muss er eine Pause machen und sich aufwärmen. Die Mannschaft beobachtet alles von der Reling aus. Sie weiß nicht, wie es weitergeht. Kann die Fahrt fortgesetzt werden? Wenn man jetzt weiß, da sind 3-4 Tage, jetzt liegst du vielleicht im Hafen, verlängert sich das da hinten, weil du weißt ja nicht, was draußen passiert, ne? Ob Fisch da ist oder ob du schlecht Wetter hast. Der Taucher beginnt mit seiner Arbeit. Langsam lässt er sich in das eiskalte Wasser hinab. Gleich wird er versuchen, die Netze in Handarbeit loszuschneiden. An Bord des Schleppers beobachtet der Chief über einen Monitor die Arbeiten unter Wasser. Der Taucher kann Teile der Netze bewegen, aber es stecken mehr als 40 Meter in der Schraube fest. Die Arbeit unter Wasser ist anstrengend. Bestmann Carsten Staffelde holt Seile und Schlösser aus der Werkstatt. Vielleicht klappt es jetzt doch, Teile der Netze mit dem Kran aus der Schraube zu ziehen. Ich bereite eine Leine vor, einen Haken, und den nimmt der Taucher damit runter. Und dann wird er versuchen, das abgeschnittene Netz wird er dann schon da einpicken. Und dann können wir das schon hochziehen, Teil davon. Die Matrosen befestigen das Netz an einem Kran. So soll es später aus der Schraube gezogen werden. An Bord des Schleppers beobachtet der zweite Mann vom Tauchteam die Unterwasserarbeiten und gibt der Besatzung am Kran Kommandos. Für den Taucher können ruckartige Bewegungen an den Seilen unter Wasser zur Gefahr werden.
Einen Teil der Netze hat der Taucher bereits lösen können. Ja, der Taucher, der hat schon mal beide Netze abgeschnitten unten jetzt. Langsam kommen die Netze zum Vorschein. Das Manöver funktioniert. Ein Teil der Schraube ist jetzt frei. Unter Wasser setzt der Taucher den Haken erneut an. Über eine zweite Leine wird das Netz Stück für Stück aus der Schraube gezogen. Vom Netz sind am Ende nur Fetzen übrig und noch immer hängen große Teile in der Schraube. Aber die Mannschaft kann sich jetzt ein Bild machen und weiß, was später zu flicken ist. Wir haben uns die reingezogen, haben mal geschaut, was da dran kaputt ist. Das Netz ist völlig verheddert. Der große Schiffspropeller hat es mehrfach aufgewickelt. Es sieht zwar völlig zerfetzt aus, trotzdem ist noch einiges zu retten. Hält sich in Grenzen, ne, die Schäden. Ne. Wir setzen das halt neu an, die Stücke, was da fehlt. Jetzt ist halt noch im Propeller, ist noch, in der Schraube ist noch ziemlich viel drin. Für den Taucher ist unter Wasser noch viel zu tun. Knochenarbeit bei 3 Grad. Er muss die restlichen Netzfetzen mühsam rausschneiden. Der Chief ist zufrieden. Es scheint keine Schäden an der Schraube zu geben. Für uns sind es erstmal gute Nachrichten, ja, natürlich. Also wenn jetzt nicht irgendwo noch was passiert, aber sonst ist erstmal alles schick und dann wollen wir zusehen, dass wir hier wegkommen. Der Taucher ist fast fertig. Die Matrosen nähen an Deck neue Netze. Der Hochseetrawler Mark wird bald wieder aufbrechen ins Fanggebiet. Es ist Handarbeit. Jeweils 40 Meter müssen die Männer annähen. So viel hatte die Schraube von jedem der beiden Netze zerfetzt. 3 Netze hat das Schiff an Bord und genug Material, um diese zu reparieren oder sogar zu ersetzen. Knoten für Knoten arbeiten sich die Seeleute vor. Schon bald wollen sie mit den reparierten Netzen wieder Geld verdienen. Während die Matrosen an Deck arbeiten, schneidet der Taucher die letzten Reste vom Netz aus der Schraube. Ja, das kann in der Fischerei immer passieren. Schön ist es nicht. Kostet uns 2 Tage. Aber danach geht's weiter. Wir sind dann ungefähr 9 Stunden unterwegs und fangen dann wieder an zu fischen. Und dann nach 4 Stunden den ersten Hol wieder hieven und dann sind wir wieder im Geschäft. In der Kombüse versucht der Koch zur Feier des Tages ein ganz besonderes Gericht. Literweise Coke und viel Curry sollen am Ende eine Currywurstsoße werden. Ganz sicher ist sich Sebastian Worpitz nicht. Wir haben bei uns in Rostock eine ganz leckere Currywurst. Und da bin ich immer schon so am tüfteln, wie man das irgendwie so nachmachen kann. Und bin immer am Versuchen. Also es schmeckt nicht schlecht, aber genauso wie er das macht, kriege ich es irgendwie nie hin. Also er wird da wahrscheinlich noch die ein oder anderen Kniffer haben, wie er da seine Soße hinzaubert. Aber ich bin schon sehr noch dran. Der Hochseetrawler Mark ist zurück auf dem Weg ins Fanggebiet. Die Matrosen haben ganze Arbeit geleistet. Alle Netze sind klar für den Einsatz. Die Jagd auf den schwarzen Heilbutt kann weitergehen. In der Fabrik laufen die Bänder wieder an. Der erzwungene Stillstand ist vorbei. Schon bald soll hier wieder Fisch verarbeitet werden. Die Mannschaft ist zurück im Geschäft. Die See ist ruhig. Beste Voraussetzungen für einen guten Fang. Ob die Männer endlich wieder Glück haben? Der Kapitän ist zufrieden. Die Mannschaft ist eingespielt und meistert auch Extremsituationen.
An Deck, das A und O von den Matrosen ist eben, jeder Handgriff muss sitzen. Denn damit steht und fällt die Reise. Aber es ist natürlich auch selbstverständlich, die Maschinencrew. Wenn es fallen immer irgendwelche Reparaturen an. Wir brauchen Leute, die improvisieren können. Wir brauchen Leute, die auf Zack sind, die schnell denken, die schnell improvisieren, die Probleme lösen und nicht über Probleme klagen. Der Hochseetrawler Mark hat sein Fanggebiet vor Westgrönland erreicht. Die Männer an Bord hoffen jetzt auf gute Fänge. Dann verdienen sie gutes Geld. So, jetzt geht's wieder an die Arbeit ans Netz. Sauber machen und wieder rausschmeißen. Auf dem Hochseetrawler läuft jetzt wieder alles im üblichen Rhythmus. Wo wir gehievt haben, hatten wir hier die Orcas, die ganze Familie. Und die sind immer so hoch, mit Kopf hoch, runter. Meist hast du die, wenn du auf Makrele gehst. Ganz schöne Tiere. Die gehen richtig ab. Axel hat auch schon reingekämpft. Hab ich auch schon! Der Hochseetrawler Mark wird die Tour trotz des Schadens mit dem Netz und der Zwangspause in Grönland in Rekordzeit beenden. 55 Tage nach dem Auslaufen in Bremerhaven kommt das Schiff mit komplett erfüllter Fangquote zurück. Einige Matrosen der Besatzung sind nur wenige Tage später wieder auf See.